damit hallo und herzlich willkommen zurück zur Pokémon Insurgents Aglock. Mit Hani natürlich dabei. Hallo. So, wir haben uns jetzt den neuesten gebildet, nachdem letzte Folge, ja, beigeschwommen sind. Wir gehen jetzt einfach mal rein mit Milotic, mit dem Megastein. Den wir uns mal angucken. Warte mal. Also hier die Movesets auch natürlich. Ja, Geowatz bekannt. Cassidy bekannt. Auch die Megastein auf Tanupto. Habe ich sie auch mal angucken wollen. Drift Zeppelin neu dabei. Ja, und Amagara kennt man ja schon. Wir gehen mal zuerst hier Route 15 und holen jetzt hier einen Encounter. Also ich mega einfach mal und ich will einfach nur gucken, wie der aussieht. Not bad. Okay, okay, Watcher ist aber ganz cool. So ein bisschen ändert er sich. Ja. Ja, okay, die Fähigkeit wird dumm, ne? Absolution. Also Special Attack Boost, wenn New Moon aktiv ist. Wir spielen nicht mit New Moon. Sonst hat der Regenerator natürlich schon cooler, muss man sagen. Ja, dann werden wir den wahrscheinlich auch dann auf Dauer nicht mehr weiter megern, to be honest. Mhm. Und mach, geh nochmal auf Plus 6 Bespätzef und dann können wir gleich mal rausgehen, heute reinkommen, dann können wir einen Angriff machen. Ja, hat sich nur um Stunden an denn hier. Wow. Ja, und ich würde sagen, wir gehen halt auch die Route wieder ab und. Wir können ja eigentlich mal kurz uns das Megaton angucken. Wird schon gut gehen gegen die Frau hier. Guck mal, der so bekommt. Ja, gut. Eher ja, nicht so. Aber ich outspeede den und ich. Meine ich den doch weg, oder nicht? Mit 222 Spezial-Boosting-Dings und so. Ja. Ich. Komm! Oh, der sieht cool aus. Oh. Ja. Okay. Supercell, Special Attack Surges in the Rain. Und wir brauchen Regen. Ja, guck mal, der 301 Spezialangriff, ne? Holy shit. Ja. Krass. Jetzt sehr Wumpe, jetzt kümmern wir den. Okay, der sieht auch cool aus, muss man sagen. Der Wolke über dem Kopf. Hinterm Kopf. Über dem Kopf, hinterm Kopf, neben dem Kopf, dabei, da drum, davor, drum herum, wo auch immer. Der hat Fußschuss haben, ne? Ja, gut, wir machen die Sachen ja. Alle durch und jetzt sind wir weiterlaufen und irgendwie so gekillt. Oh mein Gott, du musst mir helfen. Der muss für mich töten. Nein. Das ist das Lied und so. Oh mein Gott, oh nein. Hilfe, das Equipment. Oh mein Gott. Willst du mir helfen? Ja klar. Oh komm, hey. Wir helfen natürlich. Bier. Ich glaube, Bildschirm ist kaputt. Da wackelt irgendwann. Nicht nur irgendwas. Was? Okay. Use Shift or Z to take tiles between. ich glaube, wir werden jetzt mal die Sachen hier machen und so, weil ich glaube, hier ist so interessantes für die Folge, to be honest. Und dann machen wir, nehmen wir euch mit, wenn da irgendwie wir oben sind oder was Interessantes kommt, würde ich behaupten. Ja. Oh, ich glaube, das waren alle. Aber ihr habt einmal Ball. Und hier ist ein. Ein Static Encounter, ein Vollriegel. Ja, cool, den fangen wir, würde ich mal sagen. Ein Feurige gegen großen Bruder. Ich hätte einen Quickball werfen sollen, ich bin nicht so schlau gerade. Ach, mau. Könntest auch Levelball nehmen.
Ich habe einen davon. Haben wir nur einen, ja. Ja, komm. Haben wir gerade gefunden. Boom. Gefunden und direkt geworfen. Doch ein Encounter, let's go. Aber warte mal, muss doch irgendwo hier oben denn noch was sein, weil um unten reinzukommen. Theoretisch. Ich muss noch was. Nö, aber ich glaube, das ist einfach das Problem ist, dass das Vorregel hier oben hat Radau gemacht und deswegen war das ist es das weg. Dings hat auch aufgehört, ne? Ja, okay, das stimmt, ja. Das, was du wolltest. Ah, du hast rausgekommen, was er war. Oh, eine Data-Spezies. Okay, cool. Oh, ein Waterstone, ey. Dankeschön. Kommen wir jetzt hier rein? Runde 15 Under. Hallo? Moin. Was ist das? Oh, du bist ein Trainer. Ich sehe halt nicht, was er machen möchte gegen Donutomo, nicht ganz ehrlich. Oh, gar nicht. Genau das, okay. Habe ich mir auch so gedacht, to be honest. Was hat das damit noch was auf sich? Hatten wir schon was zu sehen? Sehr gute Frage. Wir haben wahrscheinlich lange in der hier im LP her. Ja. Vor langer, langer Zeit. Long time ago. Wer denn? Das ist denn hier Boko. Ich bin der sketchy Salesman. Also ich sag's halt, wie es ist, ne? Nehmen wir alle mit. Ja. Ja, cool. Haben wir noch ein paar neue TMs. Dankeschön. LOL! Den auch hier hinlaufen können, weil da sind wir. Oh mein Gott. Okay. Ah, sind wir in Amphitheater. Ja, wir machen das hier wie sonst in allen anderen Städten auch. Im Endeffekt, wir gehen mal durch, gucken, was hier so gibt. Und wenn was da ist, dann nehme ich mal mit. Oh, ein kompetitives Quiz. Ah, ein Prize. Okay, komm. Yes, let's go. First question. You know whether you were interested. You are doing so great far. Was? Second question. Which of... Hä? Für die second question. Die erste Question habe ich nicht verstanden. Nein, auch nicht. Okay, welches Punkt das langsamste ist? Trapinch hat, glaube ich, eine Base-Inhalte von, ich glaube, 15. Das ist relativ lang, sehr guten Angebot, echt langsame Base in it. Slowpoke müsste irgendwie 25 oder 30 Watt haben. Und Hurngolem müsste auch irgendwie bei, wahrscheinlich bei 20. Ich würde sagen Trapinch, was sagst du? I don't know. Bei so einen Fragen bin ich. Question 3, here it comes. Was wäre schlecht für Joltien? Also Modest wäre cool. Timid wäre cool. Timid ist doch plus Init minus Angriff. Und Jolly wäre dann plus Init minus Spezialangriff. Das heißt, Jolly wäre schlecht. Ah, das war die erste, ich war die andere falsch. Okay, cool. Und hier andersrum. Was? Nee, Quirky wäre auch richtig gewesen. Also, als das ist so schwer. Ja, okay. What happens when a Charizard Y holding Charizard enters the fray? Weaken. Naja, eigentlich, also to be honest, drüber oder nicht? Ja, das ist ja die Frage. Die Frage ist ja eigentlich ist die Frage genau die, was passiert, wenn ein Glurak mit den Mega-Y-Steinen trägt, ins innere Ring kommt? Erstmal gar nichts. Es kommt erstmal nur Glurak. Man muss den Mega schnell aktivieren, damit die Dürre kommt. Ja, okay. Weil, ist die Frage, also so eine Fun-Frage. Also eigentlich, also wenn du reingrufst, wird er nicht direkt zum Mega. Das ist eigentlich also nothing. Es kommt jetzt drauf an, ist gemeint, das erste Mal reinkommen überhaupt in dem Kampf oder schon mit aktivierten Megasteinen. Aber an sich steht nicht, das aktiviert. Also ich würde sagen nothing, bin ich ganz ehrlich. Was hast du? Eigentlich. Oder sollen wir Weekend machen? Nee, mach mal ruhig, nothing. Nicely done, it was trick question, ja! Hahaha, ja. das ist Battle, not when it mega evolves, ja! Da, du bist halt der Pro. Ich sag's, wie es ist. Danke, für den Teilnehmer, hier der Preis Dream Mist.
Oh, Chucky, du bist ja. Oh mein Gott, ich habe immer noch dir gesagt, oh mein Gott. Das ist Kenrith, er ist der Erinnerter von Infiltrate. Schön, dich kennenzulernen. Du hast meine Freundin getroffen, Diana. Die hat gesagt, dass ich dich kennenlernen soll, okay? Ich habe euch gesucht, die euch beiden. Ich habe die ganzen Storys gehört. Ja, wie geht's mit dem Kult und das Ganze, was wir alle erkennen schon von den letzten Folgen und so. Wir können da noch nicht viel tun und ja, ihr werdet das schon machen und ihr klappt das schon hin. Ja, cool, danke. Ich kann nur helfen, indem ich euch herausfordere. Früher, wo ich in einer anderen Region gelebt habe, wo ich jünger war und so. Ja, okay. Wir haben Pokémon Punkt, ja, mein bester Freund und ich und ja. Wir wollen bei Pixie Pokémon vorher, ja, genau. Victini und Manaphy. Oh mein Gott. Das ist doch nicht das Arena-Tan, ne? Das heißt, der wird ein Victini haben. Das heißt, Feuer Psycho Arena. Irgendwie so in die Richtung. Okay. Ja, ich habe für irgendwas anderes gearbeitet. Ja, für die anderen Pixie. Ja, ist okay, komm. Ja, er interessiert an dir. Ja, die Höhle im Süden. Und ja, okay, cool, toll. Und oh mein Gott. Wir gehen weiter. Und oh mein Gott, ich gehe in die Arena. Oh mein Gott. Du kannst mich herausfordern. Ja, cool, ja, let's go. Das war eine tolle Konservation. Ha? Oh mein Gott. Der ist so toll und der ist so stark. Aber mein Manaphy, oh mein Gott. Ja, ich sehe dich in der Höhle, aber vorher rufe ich mir den Orden. Ja, cool, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal kurz. Pokémon Center? Oh, da ist kein Pokémon Center. Oh! Das ist unser Encounter in Amphitrite City, fällt mir auf. Jo. Ein Hyperstrahl-Crit, let's go! Weiß ich mich schon, sie nochmal anzugreifen. Achso, okay. Wäre das der Move, wenn dann hätte ich vielleicht nochmal einen Dragon Pulse gemacht. Ja, das ist neutral, das ist aber wer resistiert halt, ne? So, das gefangene Voltenso in der Folge tauschen wir gegen. Genau, dem Ei. Das Ei, okay. Das ist dann schon das vorletzte Ei in Box 1 und das ist. Kamaup. So, das Static Feurige tauschen wir hier auch wieder gegen den Ei in Box 2 und zwar gegen Nummer 9. Also das. Wollte ich schon drauf, okay. Girafarik! So, das gefangene Octillery tauschen wir gegen. Einen nach unten, bitte. Ich hab gesagt, einen nach unten. Ja. Das war das andere. Die Nummer 12 wollte ich. Ja, du warst auf dem Daktiri drauf bei mir gerade. Nee, ich war schon auf das Ei, aber alles gut. Seppifoi! Ja, dann haben wir uns hier nochmal für das Tangulus, das wir doppelt hatten, was wir einzeln schon mal gestorben ist, ganz am Anfang, einen Ibidak gefangen und tauschen das in Box 4 gegen eins der beiden Eier hier. Dann nehmen wir doch einfach mal das, worüber du hast. Paragoni! So, wie sucht den Retter? Der ist wohl irgendwie beim Fischen. Eventuell in der Höhle, die sehr cool aussieht. Die echt cool aussieht, to be honest. Sackgasse. Okay, ich glaube, wir machen die Trainer mal eben fix und dann, Hi! Oh! Ich sehe das Ende der Höhle. Wollen wir die kämpfen? Warte. Ihr Kinder,
Seid ihr die das bestimmt sein, das zu sehen? Das... Ihr sollt irgendwann als Erwachsener reisen gehen, ja, ist okay. Ihr seid erwachsen mit 14. Ah, ja. Menschen, Sachen verändern sich und Nora, Jackie, sind denn eure Namen richtig? Ja, wer will das wissen? Ihr sollt aufpassen, ein richtiges Jahr und so und ja, pass auf euch auf und hey, ich bin aber der König und ich bin der Tollste und ja, aber ich vertraue Calrys auf jeden Fall. Ich sage nicht, wer ich bin, aber... Das ist aber wahrscheinlich dieser Kumpel, von dem er geredet hatte. Von wegen, dass der eine Victini hat und der andere Manaphy. Okay, ich werde euch erzählen, wofür ich stehe, dann müsst ihr mir aber ein Geschenk machen. Eine bestimmte Gruppe an Trainer und so, für diese Kults und so, und ja, Legendary Pokémon ist Palkia und ja, jetzt kommen die beiden, oh nein. Oh mein Gott, wir haben das ganze Projekt schon so ganz alle Legendären durchgenommen. Ja, ist ja so. Oh Gott. Ja. Ein Punkt sitzt über allen in der Halle der Weisheit. Ne, der Schöpfung. Also Asakios doch. Ja. Der gesagt. Pokémon Pro. Nee. Wir haben unsere Tode gefaked. Oh mein Gott. Und Arceus schläft immer noch und so. Und der wartet auf die Power und die eine Person und so, ja. Das Aroma der Region. Ja. Steven Stone. Nicht Aroma der Region, die Aroma-Region. Ja, das Aroma der Region. Und einer da, ja, wir müssen den Kristall beschützen. Ja, ja, ist okay. Arceus hat sich auch übergeben, aber wir haben verloren, haben es nicht geschafft. Und ja. Aha. Der erste Auge hat auch nicht geschafft und ja, er war dumm und hat es nicht hinbekommen. Und ich würde wieder kämpfen? Kinder, ihr müsst aufpassen auf euch und hey, die Kristalle und ich bin ja nicht auf Vorbei gerade. vor allem nicht im Kevlab, to be honest, ne? Oh nee. Ich war nicht mehr, ich würde nicht mehr wissen und so, aber der Kristall und ich bin beeindruckt von euch und weil ihr so toll seid und hey. Volk hat das Virus gemacht und so, hey, was kommt irgendwie auf das Virus, weil Deoxys und so, und hey, mein Gott. Oh, Muse, sind nicht bei dir bei, um dich zu beschützen, weil es weiß, dass du, um dir helfen, stärker zu werden, um das alles hinzubekommen. Okay, cool, ja, danke. Du hast deine Gang verloren, erinnert sich dran? Okay, du musst deine Kampfskills wiederbekommen und dann waren wir, meine so storytechnisch, waren wir damals der erste Auge und haben verkackt und haben dadurch unser Gedächtnis irgendwie verloren und deshalb hat Mew uns wiedergeholt? Ja, aber wenn wir der erste Auge gewesen wären, würden die anderen in uns nicht erkennen? Ja, aber die Frage ist ja, vielleicht wurden da irgendwelche Sachen angewandt, ne? Ich meine, da geht es ja auch ein bisschen mit Zaubermagie und so ein Scheiß, ne? Vielleicht ist es, ich meine, es gibt so Pokémon wie die Gedanken klauen halt, ne? Ja, ja. Aber was mir gerade einfällt, wir haben ja Mew. Und durch Mew können wir ja unsere Gestalt ändern. Ja. Dass Mew diese Gestalt, die wir jetzt haben, vielleicht die ganze Zeit aufrechterhält. Und dass es halt wirklich nicht unsere echte Gestalt ist, sondern halt wirklich der erste Aura. Weil da habe ich ihm nämlich auch schon kurz dran gedacht gehabt, wo er das gesagt hatte. Von wegen stimmt, das könnte auch sein, ja. Mew! Mew! Ah! Alter. Müssen wir gegen das Pokémon kämpfen? Wenn ja, mit wem? Können wir das Pokémon fangen? Nee. Auch da, wenn ja, mit wem? Ja. Wir müssen gegen das kämpfen. Oh, das ist ein Encounter. Quickball. Okay, du kannst Spätzle-Boost. Ich kann auch einen Shadow Ball machen, oder? An dem Punkt? Was hat Mew? Okay, ja dann.
das für euch hier Bälle werfen, würde ich sagen. Alter, Mew, was geht ab bei dir? What's happening? Enzian Power, wo er sich gegebenenfalls selber auch nochmal boosten kann. Mit Omni-Boost. Ja, Spätz-Death-Boost und normaler Death-Boost. Ja, ja gut, aber der Unmi First, das kann eigentlich nichts machen. Der hat 5 APs auf Enzian Power und dann wird er nur noch seine Boosts versuchen. Der kann eigentlich nichts machen. Der hat, selbst wenn er bei den 5 Mal Antikkraft dann irgendwie im Boost bekommt, spielt es keine Rolle. Aber einen vierten Attack muss er ja dann auch noch haben. Ja, Mi First hat er eben gemacht. Achso, das habe ich nicht gesehen. Das heißt, dann macht er, wenn ich einen Shellbow mache, dann würde er erst seinen Shellbow einsetzen und alles dementsprechend. Ja. Ja, damit haben wir Mew gefangen. Okay. Und. Das dann auch einnehmen wir austauschen müssen? Ja, klar, das ist ein Token, ganz normal. Ah, Mew wollte sich also gejoint, okay, das ist fantastisch. Ja. Ist das so einen starken Freund bei dir und so, ne? Ja, okay. Ist doch nicht falsch in Hände gelangen. Ja, es landet auf der Box, keine Sorge. Es wird nicht falsch in Hände gelangen. Es wird nie wieder rauskommen. Wie können wir dir glauben, vertrauen? Also hast du gesagt, was alles? Okay, mein Gott. Aber nicht böse, mit, aber hey. Ja, ihr solltet mir nicht unbedingt trauen, aber ich, ja. Er hat Victini. Ja, er hat das Victini. Na, der andere Manaphy. Nee, Manaphy hat sie doch. Ah, nee, sie hat Celebi. Ja. Nee, doch. Er hatte vorhin erzählt gehabt, dass einer von den beiden Victini hat und das andere, der andere Manaphy. Und wenn er hier Victini hat, dann hat der andere Manaphy. Ah, wird das ein Wassertrainer? Aber die werden ja nicht mit den nicht mit dem kämpfen. Ja gut, aber jetzt könnte ich auch mit Mew kämpfen, ne? Also dementsprechend. So, wir haben uns einmal für die Arena gepreppt. Das ist halt eine Ring-Arena, haben wir gesehen. Deswegen haben wir so jetzt mal Hafnir mit reingenommen. Und ihr Bokex. Die beide, denke ich, schon ganz gut noch starten können. Oder denken wir. Und dann werden wir mal gucken, ne, was so Wasser-Arena, also Wasser irgendwie in der Richtung. Guck mal, was die so für Level haben, wie die so aussehen. Ja, guck mal, Level 69. Oh, wir können jetzt mal die. Wir haben einen Donner Ring, deswegen haben wir ihm Donner beigebracht. Weil das immer da ist und wir können mal die. Oh, wie die Form aussieht. Das sieht cool aus. Sieht ein bisschen böse aus. Ja. Achso, stimmt. Wegen Supercell. Mhm, genau, wir haben jetzt plus Schwerangriff gerade. Da lebt doch, also to be honest, also außer Bodenmon wird doch kein Mon jetzt irgendwie Attacker von dem leben. Glaub nicht. Also, mir würde gar kein Wassermon in den Typen-Kombi. Alantorn. Wenn Volt absorben. Ja, aber dann haben wir einen Shadow Ball halt, ne? Was wollte er denn jetzt machen? Ich hab's auch nicht genau gelesen, to be honest. Den Luke? Ja, irgendwie so was, keine Ahnung. Was? Ist ja. Wir machen mal die Vorkämpfe und dann, ja. So. Wir haben jetzt das hier durchgeschwommen, surf getaucht. War so ein kleines, irgendwie indirektes Rätsel, keine Ahnung. Labyrinth. Labyrinth, danke. Wir haben jetzt alle Mons auf 77. Wir haben jetzt mal gesagt, wir gehen mal mit Melodik rein, weil vielleicht können wir da einfach uns hochboosten und sagen, hey, wir knallen alles weg. Ja, so wie wir das in irgendeiner anderen Arena in einer Folge vorher gemacht haben. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Aber auch einfach so. Ja, vor Melodik ist jetzt auch nicht gerade undenky. Na, mit dem Cover. Leos, Glisk. Iguana, aber du bist ganz speziell. Das heißt, wenn wir einfach. Ah, du holst die Para raus sozusagen. Wir müssen, wenn wir rausgehen müssen, müssen wir auf jeden Fall auf Donutu gehen, ne? Weil wir müssen testen, ob wir das wegmachen können. Das ist auch interessant zu wissen auf Dauer. Ja, wir kommen einfach weiter. Du machst. Man kann davon mehrere Lager. Weiß ich nicht. Ja, der also hat ja, aber wie. Was. Also, Para ist doch immer Para, oder gibt es da nicht wie schwere Para? I don't know. Aber ich weiß, mir ist gerade ja, ich bin noch Lust zu. Ein Donner macht einfach nichts. Leben Orb bist du, okay. Ja, wir sind. Du weißt, Skin hast du, ist okay. Aber das heißt, du hast keinen Fokus-Code, das heißt, ist mir das auch egal. So, und auf plus 6.
Aber wieso macht er immer mehr Damage, habe ich das Gefühl, oder? Sonst sind wir full life und dann Aurasphäre, dann bist du tot. Para. Okay, was hast du für Mons? Was hast du noch? Ein Delta-Dragoran. Der ist halt einfach tot, aber... Ja, also to be honest, ist auf plus 6, ich kann nicht rausgehen. Viel Damage! Ja. Aber wir haben es besiegt und der Wildshot, oh mein Gott! Wieso? Der hat Aua gemacht. Aha! Noch ein Dragoran. Boah, wenn ich nicht gepaart wäre, würde ich so versuchen, also... Ja, der, aber Tubotembo trifft er uns halt nicht mit. Was macht der? Erdbeben? Boah, können wir halt auch nicht auf Tornupto gehen, wenn er Erdbeben macht. Boah, was er machen wird, kein Plan. Aber dann wird das safe auch irgendwelche Donner oder so haben. Herr Donner wäre schon eher egal, to be honest. Aber ich glaube, der ist speziell der physisch, ne? Aber der wird ja, wenn er, also Rauron spielt mehr physisch normalerweise. Wenn er, sollte er physisch sein eigentlich. Boah, ich würde so gerne eigentlich das mit Mutig, aber keine ganz ehrlich. Keine Ahnung, was den Typen angeht, das weißt du. Welche Attacken jetzt welche Typen. Also welche, ob speziell oder nicht speziell. Ja, wir müssen auf Tornupto gehen, das heißt, wir gehen auf Tornupto, wir wollen die... Ja, das Shutsch ist Life Orb, das ist sehr schön, sind weg. Ein Hurricane! Das ist ein spezielles mit Life Orb, okay, cool. Bedeutet doch aber eigentlich für uns... Thunder und weg der Wind. Wir hätten mit Milotic drin bleiben müssen, ne? Der hat uns 43, ja. Der hat uns 43 Damage gemacht. Milotic hätte safe gelebt. Safe. Der war auf plus 6, Steph. Also Spitz-Steph. Wir hätten das einfach machen sollen. Ja, okay, jetzt kommt der Sweep von Tornupto, würde ich sagen. Dann teilen sie sich jetzt auf, Tornupto und Milotic, würde ich sagen. Quaxo! Warum hat der ein Quaxo? Ein Mega... Wie cool sieht das denn aus? Lol. Das ist ja süß. Wie geil! Ja, aber das habt ihr jetzt nicht lange überlegt. Nee, das ist, aber, das ist Stipfer, klar. To be honest, aber... Das ist ja süß. Oh. To be honest? Manafi. Also eigentlich bist du gerade genau darauf, weil ich schon erwartet habe, dass wenn Tornupto einmal drin ist, wenn da kein Boden mehr kommt, ist einfach vorbei. Okay, Gudra kill ich nicht One-Shot, aber Gudra könnte halt Erdbeben haben, ne, theoretisch. Das heißt, wir können eigentlich auf Amagaga gehen. Oder auf Castellid. Geh mal auf Amagaga, der hat einen Dragon Pulse. Eisstrahl. Toxic. Das war jetzt nicht so viel Damage. Nee. Du hast. Du hast was? Der hat Rest und Hydration, dass er halt bei Regen wieder aufwacht instant. Oh. Cool. Warte mal, der Eisstrahl, der hat Rest, der hat Toxic. Ja. Ja, noch einen Attack von dir. Hat er denn überhaupt Erdbeben? Hast du noch mal einen Attack? Nee. Hydration, ja. Yes. Das ist eine geile Kombi, muss ich zugeben. Aber ganz ehrlich, du kannst ja nichts machen gegen Hoffnir. Alter, Rest und Hydration, ne? Was eine Art die Kombi ist das denn? Ja. Fuck, Crit. Ich hab schon wieder einen Crit. Okay, ich habe auch gerade Luck mit. Wir haben gerade Luck mit Crits, muss ich sagen. Okay, aber jetzt bist du halt tot. Jetzt, voll hier. Jetzt ist eine Roll, ob wir killen oder nicht, ne? Oh, ich bezweifle das, um ehrlich zu sein. Aber er würde uns halt ganz gut Damage machen gerade. Ja. Hmm. Das
glaube ich, auch schon das letzte Pokémon, ne? Das ist das letzte Pokémon, ja. Angelkörper versuche ich mal ganz kurz. Okay, mit wir. Eigentlich kann er doch nichts machen. SP macht 40 KP, dann musst du noch mit dem Blutdeck hoch, ist mir egal. Sagen wir bei der Para durchkommen und ihr kann uns nicht vergiften. Machen sie eine Runde weniger Damage. Resten kannst du gerne tun, ist mir egal. Ja, dann Milotic, dann ist nochmal. Raindance. Ja, Raindance, Ice Beam, Rest und Toxic. Der hat keinen Endung. Der kann Ice Beam, das kann er sein, ja. So, Erdbeben. Ne, Erdbeben auch nicht, ne. Aber der hat wahrscheinlich auch keine. Hättest du ja vermutet gehört, dass er vielleicht Erdbeben hat. Ja, haben, tut schon. Ne, wie denn? Alle vier Attacken sind bekannt. Ne, vorher hätte er, aber ich war es ja. Achso, ja, vorher. Crit! Boom! Melodic! Nice. Let's go! Ey! Flawless! Easy going. Vor allem, Jeez! Da drin war. Was? Vor allem, wo Tunup da drin war. Ja, das war, hab ich wohl wieder die Vorteller gemacht. Die waren so easy und Tunup das hat, to be honest, so easy durchgesweept, ne? Ja! Jeez! Das war. Wann? Oh, komm, meint! Ja, gebt uns das, womit wir ihn besiegt haben. Ja, cool, aber das war's dann auch wieder hier in dem Kampf. Vorsicht, was? Broadcast hat den Tun. Was? Was? Warte mal ganz kurz. Krieg ich grad. Geht mal irgendwie Damage? Haben wir keinen. Folie. Was passiert hier? Der große Fernseher an dem Tower und so und Broadcast und ja, ist illegal. Ach Leute, der Fenster. Ach, da der Fenster. Oh, es ist alles bereit. Let's go. Dankeschön. Menschen von Aphytai City. Ihr solltet mich kennen. Ich bin Zacharia. Zachary. Oh ja, ja, in der Bücherei, der Typ da und oh mein Gott, Infernal Deoxys und hey, ist Zeit und so und Dangerous das und Probleme so. Und. Was sagst du? Das ist der mit der Impfung. Ja, ja. Und du hast jetzt Kairos, ja, ich muss ihn besiegen, irgendwie kämpfen. Er macht, dass er bezahlen muss und ja, bin jetzt zu mir. Findet ihn und seine Freunde, seine Freundin und egal wie. Und ja, warum auch nicht? Bleibt dabei zu kämpfen und ja, aber das City ist sicher. Huh. Oh no, oh no, 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 oh no, oh no, oh no, 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 no. Diana ist in Gefahr. Oh mein, ich muss gehen. Nora Chucky. Wir sehen uns in den Mountains, in den Bergen. Oh mein Gott, ich bin so lost. Ja, bist du. Das ist so schlimm wie Damien. Ja, wie kann es so sein? People Camp arbeiten und so. Und oh mein Gott, wir müssen sie alle besiegen. Und hey, die wollen uns besiegen. Aber oh mein Gott, sie wollen uns gefangen nehmen. Oh mein Gott. Ja, okay, Mach's. Lol, die sind alle in so einem Wahn, ne? In so einem Wahn. Holy shit. Ja, krass. Aber gut, dann haben wir das hier auch wieder geschafft und wie gesagt, ich glaube, wir sind halt flawless durchgegangen, ne? Ja. Wir haben halt Irox und Kassel nicht mal benutzt. Ja. Gute Vorbereitung nenne ich das. Und ja, danke fürs Einschalten. Mach's gut bis zum nächsten Mal und tüdelü! Tüdelü!